Ja, moin moin, willkommen hier aus dem Hohen Norden. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich sitze hier mit der Svea. Hallo Svea. Hi. Hi, so muss ich, ich kann ja da hingucken und dann habe ich, genau. Und ja, also wir befinden uns im selben Raum, wie man sicherlich weiß, aber ich habe es halt mit den zwei Webcams so gemacht. Ne? Da könnt ihr immer, wenn ihr wollt, mich oder Svea im Blick behalten und auch aufpassen. Ne, ob da Svea zum Beispiel abschweift so und nichts macht, ne? Egal. Naja, also worum es heute geht, ist ein bisschen, wir befinden uns ja in der Abi-Vorbereitung und letztes Mal haben wir ein bisschen was über Exponentialfunktionen gemacht, meine ich. Ja. Ne? Genau, und jetzt geht es weiter mit Exponentialfunktionen und zwar speziell mit der E-Funktion. Die E-Funktion ist eine spezielle Exponentialfunktion mit einer speziellen Basis, nämlich dieses E. Und E ist, ich sage jetzt mal ein Parameter, E ist also eine Zahl, 2,7128 oder so meine ich, ne? Eine ganz, in Anführungsstrichen, normale Zahl, so ganz normal ist sie nicht, denn es ist schon eine besondere Zahl im Rahmen der Mathematik, aber ihr könnt jetzt so tun, als würde da einfach nur 2,71 stehen. Ja, was das bedeutet, wie das funktioniert, das werden wir aber jetzt im Folgenden sehen. Denn was wir heute nämlich machen, ist, wir werden einfach nur ableiten. Wir werden uns die E-Funktion mal angucken, in welchen Zusammenhängen die so in einer Funktion, wie das E also innerhalb einer Funktion irgendwie auftaucht. Und dann einfach mal ein paar Funktionen beispielhaft ableiten. Das soll es heute sein. Gut. Und da fangen wir auch gleich an. Ah, ums, zack. Und gehen mal rauf aufs Whiteboard. Dann legen wir mal los. Also, ich mache jetzt einfach nur mal eine E-Funktion hier hin. F von x gleich e hoch x. Das ist sozusagen eine E-Funktion, weil hier ein e steht. Und eine Exponentialfunktion, weil hier oben als Exponent ein x ist. Also das hier ist ja der Exponent und das ist die Basis. Und das ist die einfachste E-Funktion, die es sozusagen gibt. Ja? Und das Schöne ist, wenn wir diese E-Funktion ableiten, dann ist das auch einfach nur wieder e hoch x. Also praktisch, die Ableitung ist nichts anderes als die Ausgangsfunktion. Warum ist das so? Man könnte jetzt Folgendes hier sich merken. Also haben wir zum Beispiel eine Funktion und die ist jetzt, das ist nicht e hoch x, sondern eine Funktion mit meinem 2 hoch x. Dann ist die Ableitung 2 hoch x, aber da kommt noch was dazu, und zwar ln von der Zahl, die hier als Basis steht, also zum Beispiel 2. ln 2 wiederum ist eine ganz normale Zahl. Das kann man den Taschenrechner hacken. Ich mache das mal eben. ln 2, ln 2 ist 0,6931 und so weiter. Das heißt, das ist eine in Anführungsstrichen normale Zahl. Ja? Wenn man jetzt sagt, okay, das ist nämlich eine andere Zahl, f von x gleich 71, dann ist die Ableitung von hoch x natürlich, von 71 hoch x, 71 hoch x mal ln von, Klammer auf, oder auch nicht Klammer auf, könnt ihr hier weglassen, 71. So, jetzt ist die Frage, ja, und warum ist das bei der E-Funktion nicht so? Weil normalerweise die allgemeine Ableitung einer Exponentialfunktion würde nämlich lauten, ich sage jetzt mal a hoch x, das heißt, hier steht jetzt irgendeine Zahl. Ne? Immer dran denken, das e ist jetzt nicht irgendeine Zahl. Das e ist konkret 2,71 und so weiter. Ne? Aber hier sagen wir mal allgemein, a ist jetzt eine Zahl, und zwar egal welche, dann würde die Ableitung immer lauten a hoch x mal und dann ln von a. Das heißt, der Logarithmus, der natürliche Logarithmus von der Zahl, die hier vorne steht.
Jetzt die Frage, oh, warum ist das denn bei e hoch x nicht so? Ganz einfache Antwort, doch ist bei e hoch x auch so. Nur folgendes. Ich würde also sagen e hoch x und dann müsste ich ja nach dieser Regel hier schreiben mal ln von e. Ja, kann ich auch. Ja? Du hast davor dunkelblau genommen und jetzt ist es schwarz. Ja, ich liebe Farben. Okay, ja, weil das hier oben ist ja die Ableitung. Ja. Ne? Jetzt schreibe ich aber darunter nochmal, was Ach man... Ach so, das war extra. Ja, das ist extra. Ne? Denn ln e ist, und das könnt ihr jetzt auch wieder in euren Taschenrechner eingeben, ln drücken und dann, also wenn ihr jetzt mit dem Taschenrechner arbeitet hier, mit dem Casio, ln von und dann Alpha und diese Taste hier unten, Klick, dann ist das nämlich ein e und dann habt ihr ln von e und das ist, ja Svea, was ist das? 1. 1. Kann man das sehen? Genau. Kann man das sehen? Weiß ich nicht. Du hast es da auch. Ah ja, kann man sehen. 1. Genau. Also ln e ist 1. Ja, also habe ich praktisch hier stehen e hoch x mal 1 und weil das mal 1 ist, kann ich das natürlich auch einfach nur e hoch x nennen. Ja. Das ist das Besondere bei e. Deswegen ist sozusagen Ableitung von e hoch x einfach nur e hoch x. Wir beschäftigen uns jetzt aber tatsächlich nicht mit diesen Sachen hier, also nicht mit irgendwelchen Exponentialfunktionen, wo die Basis eine andere Zahl ist als e, sondern wir beschäftigen uns jetzt nur mit Exponentialfunktionen Basis e. Legen wir mal los mit einer, ja, auch noch nicht zu schweren Funktion. Ich sag mal so, wir machen mal 3 e hoch x. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn vor dem e hoch x noch ein Faktor ist? So, was schätzt du? Du hast ja schon mal ein bisschen abgeleitet. Ja, was glaubst du, was passiert dann? Also ich glaube, in dem Fall, ich weiß es jetzt nicht mehr von der Schule, aber ich würde denken, dass einfach da 3 zum Beispiel stehen bleibt, weil wir dahinter ja mal 1 haben. Praktisch und dann könnten wir ja auch, weil das multipliziert wird, könnten wir ja die 3 zum Beispiel doch auch hinter die 1 stellen und dann 3 mal 1, 3 und dann 3 e hoch x. Ja, das Ergebnis ist richtig. Die Begründung war so ein bisschen komisch, aber die 3 als Faktor hier, ne, also etwas, was multipliziert wird, bleibt einfach erhalten. Und e hoch x ist e hoch x. Das haben wir gerade ja schon gesagt. Warum ist das so? Naja, denk doch mal dran. Was ist denn, wenn du eine Funktion hast mit 2 mal x hoch 3? Wie war da nochmal die Ableitung? Dann wird die 3 sozusagen nach vorne, also 3 mal 2. Ah, genau. Ne? 2 mal und jetzt kommt die 3 dahinter und dann mal x hoch und oben war ja ein weniger. Ja. Ne? So leitete man nochmal Potenz. Funktion ab. Richtig. Und was passiert eben hier mit der 2? Die bleibt einfach stehen. Mhm. Und genauso ist das hier auch bei den Exponentialfunktionen. Ja? So. Also, wir haben gesehen, aha, wenn da eine Zahl davor steht, bleibt die stehen. Was passiert jetzt mit folgender Funktion? 3e hoch x minus 2. Was ist da die Ableitung? Du könntest jetzt wieder an eine normale, in Anführungsstrichen, Potenzfunktion hier denken. Was würde man da machen? Die 2 fällt weg normalerweise. Richtig, genau. Und das ist ja auch so. Das heißt, die 3 bleibt stehen als Faktor einfach nur. E hoch x abgeleitet ist e hoch x. Und die 2 hier, die fällt weg. Ne? Das ist genau so wie bei einer Potenzfunktion, wenn du hast 2x hoch 3 minus 7, dann wäre da auch die Ableitung einfach nur, ne, 2 mal 3 ist 6x Quadrat, oben ein weniger, und dann fällt die 7 weg. Ja? Mhm. Gut, das ist das. Und jetzt, ach, nicht wieder auf blau, nee, auf schwarz wollen wir wieder, ne? Jetzt machen wir hier noch eine Funktion, also wir machen noch ein paar, damit du das dann auch mal irgendwie... So, machen wir mal minus e hoch x. Oh, was ist jetzt?
So, jetzt haben wir, oh, das sieht hässlich aus, warte, jetzt machen wir das mal ein bisschen höher. Minus e hoch x, wie ist da die Ableitung? Also gerade haben wir ja gesagt, wenn ein Faktor vor dem i hoch x steht, dann würde der erhalten bleiben. Was ist denn mit dem Minus? Ist das ein Faktor? Ja, also theoretisch steht da doch eigentlich minus 1. Sehr gut. Genau, da steht theoretisch, also minus 1 könnte ich dann schreiben, mal e hoch x. Genau. Und das ist ja nichts anderes als ein Faktor, das heißt als eine Zahl, die mit dem e hoch x multipliziert wird. Die bleibt stehen, also habe ich minus e hoch x als f' von x als Ableitung. Gut. Dann haben wir jetzt, pass auf, was passiert, wenn ich hier oben jetzt nicht nur x stehen habe. Das heißt, jetzt haben wir den Fall, hier oben ist nicht nur ein x. So, was würdest du schätzen, wie hier die Ableitung lautet? Also, ich würde sagen, dass die Ableitung lautet 2e hoch 2x. War das? Aha, du hast natürlich schon eine kleine Idee, also ein bisschen was hast du schon in der Schule gehabt. Genau, also wir machen Folgendes. Die Ableitung ist auch wieder e hoch 2x. So würde man es vermuten, ja? Aber dann kommt noch was dahinter. Und zwar jetzt die Ableitung. Oh, nee, nicht drehen, nee, nicht drehen, sondern markieren. So, die Ableitung von 2 hoch x, und zwar nur die Ableitung von 2 hoch x, die kommt jetzt als Faktor noch hier hinter. Das heißt, die Ableitung von 2x ist einfach nur 2. Das heißt, ich habe praktisch e hoch 2x mal 2 oder, wie du es schon richtig gesagt hast, die 2 kannst du auch davor schreiben, mal e hoch 2x. Das Ganze ist die sogenannte Und was kommt jetzt? Regel. Genau. Die Kettenregel. Ja, was ist denn die Kettenregel? Die Kettenregel bedeutet sozusagen, dass ich hier äußere mal innere Ableitung habe. Also äußere mal innere Ableitung. Das heißt, die äußere Ableitung sozusagen ist, das hatten wir hier oben, wenn ich e hoch x ableite, ist das einfach e hoch x. Das heißt, es bleibt alles so stehen. Das könntet ihr als äußere Ableitung ansehen. Das heißt hier für unseren Fall, ich habe e hoch 2x und es bleibt komplett so stehen. E hoch 2x, die äußere Ableitung. Aber wenn da oben als Exponent jetzt eben nicht nur x steht, dann muss ich eben nach der Kettenregel vorgehen. Das heißt, dann muss ich auch noch die innere Ableitung, und das meint nur die Ableitung von diesem Exponenten. Ja? Hier oben, das hier ist der Exponent. So, nur die Ableitung hiervon muss ich jetzt nochmal als Faktor dahinter schreiben. Das ist die sogenannte Kettenregel. Die gibt es nicht nur bei der Exponentialfunktion. Die Kettenregel müsstet ihr eigentlich, wenn ihr jetzt hier Exponentialfunktion ableitet, müsstet ihr auch schon die Kettenregel in anderen Aufgaben gehabt haben. Aber wir beschränken uns jetzt mal nur hier auf die E-Funktion. Also, sollte da oben eben was stehen? Kettenregel. Jetzt kombinieren wir das mal. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir haben eine Funktion f von x gleich minus 2 e hoch 3x minus 1 plus 2. Na, jetzt wird es komplizierter. Das heißt, die Ableitung f' von x ist gleich. So. Das hier ist ein Faktor. Was passiert mit dem? Der bleibt stehen. Dann, jetzt kommt die äußere Ableitung. Das heißt, der ganze e-Term wird so übernommen. Das plus 2 fällt weg. Genau, plus 2 hinten, also einfach nur
noch ein Summand da hinten, der fällt weg. Und was muss man jetzt noch tun? Ist das die äußere? Die innere? Die innere. Die innere. Äußere wäre jetzt sozusagen, der ganze E-Term bleibt ja so. Dann die innere. Mhm. Ist das dann 3? Ja, das heißt, also was musst du jetzt sozusagen tun? Was ist denn die innere Ableitung jetzt? Nur? Nur 3. Ja, aber nur die Ableitung vom Exponenten? Genau. Also hier einfach nur mal 3 dahinter. So, was kann man jetzt noch machen? Ja, jetzt kann man das mal 3 noch nach vorne ziehen, praktisch. Ja, wie könnte man es ausdrücken? Ich kann die beiden Zahlen multiplizieren. Genau, ich kann sie einfach zusammenfassen. Minus 2 mal 3 ist minus 6, e hoch. Und dann habe ich hier 3x minus 1. Das wäre jetzt hier meine Ableitung. Die, ja? Ja. Gut, das war doch schon mal relativ kompliziert. Da machen wir noch mal eine von. Und zwar haben wir f von x gleich 1/3 e hoch x Quadrat minus x und das Ganze minus 7x. Oha, jetzt wird's interessant. Wow. Ja, schon schwierig, ich weiß. Wir machen es zusammen. So. Erstmal gucken wir uns die 1/3 an. Was ist hiermit? Vorfaktor, also bleibt der stehen. Bleibt stehen, 1/3. Dann haben wir hier diesen E-Term. Schreiben wir erstmal hin. Genau, e hoch x Quadrat minus x. Aber was müssen wir jetzt noch machen? Jetzt müssen wir die innere Ableitung machen. Genau, die kommt hier hinten als? Ableitung? Ja, als Faktor, also mal. Ja, ne? Ja. So, ich muss ja da irgendwas hinschreiben, irgendein Rechenzeichen. Mhm. Mal, und jetzt kommt die Ableitung nur von dem hier oben. Wie leite ich das ab? Einfach normal, potenzregelmäßig? Ja, das okay, dann, als wenn du eine Potenz... 2x. 2x, richtig. Minus 1. Richtig, minus 1, genau. Hier steht ja eigentlich, ja, hier steht ja eigentlich 1x und die Ableitung von 1x ist 1, die Ableitung von 7x wäre 7 und so weiter. Ne? Mhm. Und die 1, die steht, sieht man da zwar nicht, aber kann man sich denken. So, jetzt habe ich Minus, weil... Würde da jetzt nur minus 7 stehen, dann würde die 7 wegfallen. Aber? Da steht ja noch ein e. Mhm. Wow. Also? Naja, ich dachte jetzt, wir machen das mit einer... Weiß nicht, ich dachte eigentlich, wir machen das jetzt mit der Produktregel oder so. Nee, noch nicht. Was ist denn, wenn du hast zum Beispiel f von x, oder du hast es ja hier auch gerade angewendet, wenn du hast x Quadrat minus 4x. Was ist da die Ableitung? 2. Ja, 2x. Mhm. Minus 4. Genau. Und das machst du auch. Das heißt, du hast gesagt, du hast hier gesehen, du hast hier ein Minus, ne? Und dann kommt noch ein Term. Und genauso ist es hier auch. Du hast ein Minus, also kommt noch ein Term. Und jetzt leitest du einfach 7x ab. Und ja, das dann ist minus 7x. Minus 7. Minus 7, genau. Fertig. Produktregel ist das jetzt noch nicht. Das kommt gleich und dann gucken wir uns auch mal, wie man das macht. Ist das nur, wenn da ein Mal steht bei der Produktregel, wegen Produktmäßig? Ja, genau. Würde jetzt hier ein Mal stehen, anstatt ein Minus, dann bräuchtest du die Produktregel und sowas machen wir natürlich jetzt auch. Also, hier haben wir schon eine relativ komplizierte Funktion einmal gehabt und viel komplizierter kann das auch nicht werden. Natürlich kannst du, können wir hier nochmal machen, wenn du jetzt hast f von x gleich, und jetzt haben wir hier 4e hoch 2x und jetzt minus 7x Quadrat plus 3x, ne? Sowas zum Beispiel. Mhm. Da würde jetzt die Ableitung hier also bedeuten, die 4 bleibt stehen als Faktor. E hoch 2x bleibt stehen. Dann multipliziere ich jetzt mit der Ableitung nur vom Exponenten, ist die 2. Jetzt gucke ich mir den nächsten Teil an, ne? Weil ich hier eben eine Summe und Differenz und sowas habe. Das war auch die Summenregel sozusagen, ja, beim Ableiten. Das hatte man ganz am Anfang. Das bedeutet jetzt nur,
Wenn du durch Minus- oder Plus-Terme getrennt hast, kannst du die alle einzeln ableiten für sich. Ja? Mhm. Das heißt, wir haben jetzt hier im Moment nur diese E-Geschichte abgeleitet. Jetzt gucken wir uns die 7x² an und 7x² abgeleitet wäre 14x. Und danach gucken wir uns 3x an und 3x abgeleitet ist 3. Ne? Du kannst es dann Stück für Stück ableiten. Ja. Gut, eine Besonderheit noch, was auch immer vorkommt, was ein bisschen tricky ist. So, machen wir das mal. Machen wir mal 2x² plus e hoch 2. Was wäre denn da die Ableitung? Also, das ist ja praktisch das Ganze, was wir vorhin davor hatten, nur umgedreht. Ja, mach mal, sag mal, schätz mal, rechne mal. Ja, also ich würde halt dann so sagen, 4x plus e Quadrat. Warte, das sind ja gar kein x bei dem e. Ah. 2x, 2e. 2e, ja, das würde man wahrscheinlich sagen. Nee, aber einfach e Quadrat rechnen. Was ist denn e Quadrat? Das ist ja einfach eine Zahl. Was passiert mit einer Zahl? Achso, die fällt weg. Richtig. Das ist die Lösung hier. Das heißt, hier in dem Moment hast du bei e gar kein x stehen. Ja? Mhm. Das heißt, da gelten dann nicht diese Ableitungsregel von gerade, von wegen, das bleibt äußere mal innere und so weiter. Steht dann nur ein e, dann ist das, als wenn da eine 2,71 steht und hoch 2 dann noch genommen und würde einfach wegfallen als Zahl. Ne? Also das hier, kleiner Trick noch, ne, das kommt öfter mal vor, dass man das ableiten muss und wenn dann nur so ein e steht, fällt das weg. Also haben wir hier noch eine Funktion. Gucken wir uns mal die Funktion an. F von x gleich e hoch x Quadrat plus 2e. Was ist da die Ableitung? E hoch x Quadrat. Aha, äußere Ableitung. Ne? Mal 2. Ja, nein. Jetzt die Ableitung vom Exponenten. Ja. Und? Also 2x dann? Aha. Ableitung von x2 ist 2x, also mal 2x, ja, und dann? Mhm. Und dann plus, obwohl, ja, ich weiß nicht, das ist doch eigentlich auch wieder nur eine Zahl, oder nicht? Ja, klar. Ja. Also, was passiert hier mit der Zahl? Fällt weg. Genau, das war's. Ne? Und das heißt, wir schreiben hier nochmal hin, 2x mal e hoch x². Das wäre die Lösung. Mhm. Hier, wollen wir nicht durchstreichen. Hier, wieso reagiert der immer nicht so? Da. Kriegt mich, ja. So. Das ist, und wenn wir sowas jetzt haben hier, also x und dann mal und dann e hoch irgendwie, dann brauchen wir die Produktregel und die kommt jetzt nochmal. Wenn du willst. Oder willst du noch? Wollen wir noch Produktregel machen? Ja, die Produktregel machen. Die ist sehr wichtig. Die ist wichtig, genau. Produktregel. So. Unterstreichen. Wunderbar. Jetzt machen wir die Produktregel. Und zwar brauchen wir die Produktregel, wenn wir zum Beispiel, ich mache es mal nur in einer einfachen Form, das hier haben. So, jetzt hast du hier ein Produkt. So, hatten wir vorher aber auch schon, zum Beispiel bei 3e hoch x, ist auch ein Produkt. Aber was ist der Unterschied zwischen dem und dem? Hier haben wir in beiden Faktoren die Variable und hier nicht. Hier ist nur die 3 als Faktor, keine Variable. Das heißt, hast du also die Variable in beiden Faktoren, dann brauchst du die Produktregel. Und das würde bedeuten Folgendes. Wir nehmen uns jetzt hier unsere beiden Faktoren und den einen Faktor, den nennen wir U, den anderen V. Ja, man kann auch A und B sagen oder X und Y oder nee, X und Y ist scheiße. Aber schlecht meine ich, schlecht. Aber du kannst auch andere Buchstaben nehmen, das ist ganz egal. Ne? Aber U und V benutzt man auch in der Schule. Deswegen weniger verwirrend. Wenn man U und V nimmt. Ist das verwirrend? Weniger verwirrend. Weniger verwirrend, weil das ist der, genau. Ja, das mache ich natürlich auch so, das ist der übliche
Weg, nicht? Das U und V zu nennen, die übliche Bezeichnung. So, dann schreibe ich das hier nochmal hin. U ist ja gleich jetzt x. Und V ist jetzt gleich e hoch x. Jetzt mache ich nur Folgendes. Ich leite diese beiden Dinge ab. Also U leite ich ab. Ich bilde jetzt U'. Ich leite jetzt also nur das x ab. Was ist x abgeleitet? 1. 1. Und hier habe ich V und ich leite jetzt V ab. Also V' und e hoch x abgeleitet ist? E hoch x. Genau, das hatten wir ja schon. Und jetzt haben wir die Ableitungsregel, also die sogenannte Produktregel. Und die sagt jetzt nur, dass ich das wie folgt kombinieren muss, dieses U und V und so weiter. U' mal V plus V' mal U. Ja, ich könnte auch sagen, U' mal V plus U mal V' zum Beispiel. Oder ganz berühmt ist auch noch Folgendes, wenn man dann schreibt, U' von x mal V von x plus V' von x mal U von x. Also immer ein von x dahinterher noch. Das mache ich immer. Gut, ich denke mal, irgendwie ist doch das am einfachsten, U'V, V'U oder das darunter, wenn man dieses x weglässt. Aber letzten Endes müsst ihr diese Produktregel ja auch kaum hinschreiben, sondern nur kennen und da reicht auch, glaube ich, die Abkürzung. Ja. So, das heißt also jetzt für uns, wir müssen jetzt das Ganze kombinieren. Bedeutet, ich muss diese Produktregel jetzt anwenden und jetzt nur für U' eben U' einsetzen und für V, V und so weiter. U' mal V, also U' ist 1. 1 mal V, V ist e hoch x. Und dann plus, und jetzt V' ist e hoch x. Mal U und U ist x. So, eigentlich wäre ich jetzt schon fertig. Klack, klack, zack, zack. Aber nur eigentlich. Warum eigentlich? Weil ich muss jetzt diese Geschichte noch so weit wie möglich zusammenfassen. Denn wenn ich eine Ableitung bilde, dann ist es ja ganz oft so, dass man im weiteren Verlauf dann Hoch- oder Tiefpunkte oder sowas sucht oder die zweite Ableitung machen muss. Und das ist wesentlich einfacher, beziehungsweise fast unumgänglich, dass man dann diese Geschichte verändert und zwar so, dass man nachher ein Produkt hat. Ich sage mal nur Stichwort ausklammern. Wir versuchen nämlich hier auszuklammern. So, und jetzt ist die große Frage, was ist ausklammern? Was muss ich da tun? Die zusammenfassen. Ja, weißt du, was ausklammern so mehr oder weniger? Ich dachte, wer ist nicht ausklammern, wenn man zum Beispiel mehrere... Ach, ich dachte auch, ausklammern ist so, wenn man dann hat x mal Klammer auf, das und das und so. Ja, wenn du dann die Klammer auflösen willst. Ja. Ja, das ist ausmultiplizieren. Ach so. Ausklammern wäre sozusagen diese Klammer bilden. Wir bilden eine Klammer. Und zwar, ich sag mal, wie es funktioniert. Und zwar haben wir hier ein Pluszeichen, ja? Oh, ich weiß, so. Ja. Und jetzt haben wir hier eine linke Seite und eine rechte Seite vom Pluszeichen. Und jetzt guckst du dir an, was ist eine gemeinsame Sache links und rechts? Ein gemeinsamer Faktor. Das heißt, hier steht ja 1 und e hoch x und hier steht e hoch x und x. Ja, was ist das Gemeinsame? Das e hoch x. Genau das schreibst du jetzt einmal hin. Dann kommt ein Mal, dann kommt die Klammer auf. Und jetzt guckst du dir nur an, was bleibt noch übrig, wenn ich dieses e hoch x hier wegnehme auf der linken Seite. Ja, dann bleibt die 1 übrig. Und genau die kommt hier rein. Dann haben wir hier das Plus. Das kommt dann dahin. Und ja, was ist dann rechts noch übrig, wenn ich das e hoch x hier wegnehme? Das x. Und das schreibe ich hier auch noch hin. Klammer zu. Peng. Und jetzt hätte ich meine Ableitung fertig, so weit wie möglich zusammengefasst und wunderbar ein Produkt gebildet. Ja, e hoch x mal diese Klammer. Und ich könnte jetzt im Weiteren hier den Satz vom Nullprodukt anwenden. Satz vom Nullprodukt anwenden, um Ach so, ja. das Ganze
wenn ich es denn gleich 0 stelle, um das Ganze zu untersuchen auf 0 stellen hier sozusagen, ne, auf Hoch- und Tiefpunkt. Ja. Das machen wir jetzt aber nicht. Das kommt noch. Wir wollen jetzt hier das Ganze erstmal nochmal ableiten. Ja? Mhm. Wir können ja einfach mal Folgendes tun. Wir können ja diese Ableitung hier, also e hoch x mal 1 plus x, können wir ja noch ein weiteres Mal ableiten. Also wir bilden jetzt die zweite Ableitung hiervon. Ja. Wie machen wir das? Wir machen wieder den gleichen Krams wie gerade. Wir sagen, okay, der eine Faktor ist u, der andere Faktor ist v. Und hier ist der Faktor jetzt einmal e hoch, also e hoch x. Und v ist jetzt gleich die Klammer, also 1 plus x. Ja? Ja. Gut, dann haben wir hier u'. U' ist wieder e hoch x. Die Ableitung von e hoch x ist e hoch x. Und was ist die Ableitung von 1 plus x? 1. Ja, die 1 hier vorne fällt weg und hier hinten steht plus 1x, ne? Und da bleibt diese 1 da stehen. Richtig. Das ist ja voll blöd. Das heißt, man hat schon die Produktregel angewendet und dann war das aber nur ein Schritt. Da muss man nochmal machen. Ja, also ich sag's mal so. Wenn du ein e hoch x irgendwo hast, also eine Funktion mit e hoch x, dann ist der Nachteil dieser Funktion, wenn du sie ableitest, dass dieses e hoch x immer erhalten bleibt. Das wird nicht einfacher. Ja? Wenn du zum Beispiel hast x hoch 7 und du leitest das ab, ist das nur noch 7x hoch 6. Ja? Wenn du das ableitest, dann ist das 42x hoch 5 und so weiter. Das heißt, erst einmal hoch 7, hoch 6, hoch 5. Das wird immer einfacher. Manche Dinge fallen weg und so weiter. Aber bei diesem e hoch x ist das Blöde, dass das immer stehen bleibt. Das heißt, die Ableitungen werden in der Regel nicht leichter, sondern schwerer. So, Produktregel u' mal v plus v' mal u. Du kommst also nicht drum rum, jetzt schon wieder die Produktregel hier anzuwenden. Ja? Yay. Juhu, juhu. So, das heißt also, jetzt sag mal, was muss ich hinschreiben? Also f näher 2' jetzt. Ne? Wir haben jetzt die zweite Ableitung hier. Das wäre also? Das wäre dann e hoch x. Mhm. Mal Klammer auf 1 plus x. Richtig, das müssen wir in Klammern schreiben. Ja? Sobald wir mehr als eine Zahl oder einen Buchstaben multiplizieren, muss das in Klammern. Ganz wichtig. Ja? Plus 1, ja, mal e hoch x. Genau. Also u' mal v. Also wenn ihr das so hinschreibt oder wenn du das so hinschreibst wie ich hier, dann kannst du immer sagen, über Kreuz multiplizieren hier. Ne? Ja. u' mal v, v' mal u. So, dann haben wir hier zweite Ableitung ist gleich. Jetzt können wir wieder dasselbe tun wie gerade. Wir schauen uns also an, wir haben hier das Plus, wir haben eine linke Seite, wir haben eine rechte Seite. Wir schauen uns an, welche Dinge sind als Faktoren links und rechts sozusagen vorhanden. Da sehen wir hier, aha, e hoch x, e hoch x. Es reicht für den Anfang vollkommen, wenn du dich nur um das e hoch x kümmerst. Also wenn du jetzt gar nicht diese anderen Dinge berücksichtigst. Man kann auch Schritt für Schritt ausklammern. Ne? Wichtig ist zunächst einmal für das weitere Vorgehen, dass der e-Term, so nenne ich ihn jetzt mal, muss hier nicht immer nur e hoch x da stehen, könnte auch e hoch 2x oder was da stehen, dass du den ausklammerst. Ne? Ja. So, jetzt machen wir mal eben hier, ich schaffe mir mal ein bisschen mehr Platz. Das ist ein bisschen eng hier geworden. Zack. So, jetzt klammern wir das aus und zwar haben wir dann e hoch x mal Klammer auf. So, was bleibt jetzt hier übrig auf der linken Seite? 1 plus x. Genau, 1 plus x. Kann ich hier nochmal in Klammern setzen, wenn ich möchte. Und dann plus 1. Plus 1, richtig. So, das klammer ich jetzt nochmal, also, beziehungsweise die Klammer hier könnte ich weglassen. Mhm. Da steht kein mal irgendwas dahinter oder davor. Auch kein Minus davor. Das heißt, ich kann einfach nur die Klammer hier weglassen und kann jetzt das Ganze zusammenfassen, denn 1 plus 1 ist 2, also hätte ich jetzt hier 2 plus x. Und das wäre hier die zweite Ableitung. Wow, man kommt ja praktisch gar nicht weiter. Nee. Weil da ja immer noch das x ist und wir müssen, praktisch kann man dauernd weitermachen, oder nicht? Ja.
Also praktisch könntest du dauernd weitermachen. Das heißt, du kommst jetzt hier in dem Sinne nicht weiter, dass die Ableitung leichter wird. Ja. Das nicht. Also wichtig hier, wichtig ist bei der Geschichte hier, also gerade bei dem Produkt, Produktregel und so weiter, dass du auf jeden Fall immer, und das kann ich hier nochmal anmarkern, ne, hier der Schritt, ja, der ist wichtig. Das heißt, hier musst du ausklammern und diese ganze Sache ist entscheidend für den weiteren Verlauf bei diesen Aufgaben. Wir werden davon bestimmt noch ein paar so machen, aber ich denke mal, für heute soll es erstmal genügen, oder? Ja. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was daraus ziehen. Wir haben ein ganz paar E-Funktionen abgeleitet und ich denke mal, die wichtigsten Dinge haben wir gemacht mit den E-Funktionen. Wenn ihr das bis hier oder wenn du das bis hier verstanden hast, dann denke ich mal, ist das schon 75-80% dessen, was ihr eigentlich wissen müsst über diese E-Funktion. Das ist also sehr wichtig. Da kommen natürlich noch ein paar Sachen, aber erstmal geht es ja darum, wie leite ich das überhaupt ab und wie es dann weitergeht mit Hochpunkte, Tiefpunkte, Wendepunkte und so weiter. Das kommt dann im nächsten Teil. Also, wir sind raus. Ich sag tschüss. Ich auch. Wusste ich. Und ja, ihr habt euch wohl, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.